Ach, die haben Rettungswagen ge... ...klaut. Und hier läuft schon wieder eine Kuh. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5 Alice BFR. Und da vorne sehe ich... Ja gut, das ist nicht unser Einsatzgebiet. Da vorne sehe ich schon ein Fahrzeug, das hat Unterbodenbeleuchtung. Das kann natürlich nicht angehen. Deswegen würde ich sagen... fahre ich doch mal vor den, ziehe den raus. Bitte folgen Sie mal. Folgt er jetzt auch oder nicht? Da, ja gut, der folgt. Können wir einfach mal so ein rechtes Stück ranfahren. Ist ja relativ platt hier. Schneit heute auch noch mal so ein bisschen. Und wie immer, wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt und das Abo natürlich auch nicht vergesst. Und falls ihr noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Und dann würde ich jetzt mal sagen, geht es los. Und zwar hätte ich mal alle gerne ihre Dokumente. Was haben wir Eigenschaften? Sie wissen, dass die Unterbodenbeleuchtung unzulässig ist. Das ist keine Unterbodenbeleuchtung, das sind Glühwürmchen mit Pit. Ja, Personenverweigert, das Zeigen der Fahrerlaubnis und das Zeigen der Haftpflicht. Okay. Dann mache ich doch einmal eine Abfrage zum Fahrzeug hier. 47 LYF955. Okay. Müsste da nicht eigentlich mehr stehen? Ich mache nochmal Fahrzeugabfrage so. Ein Foto. Kanalpflichtversicherung Unterhalt ist unbekannt. Ja, okay, das ergibt keinen Sinn. Okay, das ergibt keinen Sinn, weil es der andere Person wurde gesagt. Ich hätte doch gerne mal den Fahrzeugschein. Haftpflichtausweis verweigert sie. Okay, ja, dann versuche ich nochmal alle Dokumente zu bekommen. Wollen sie mir jetzt geben? Okay, nun, ah, die Fahrerlaubnis wenigstens jetzt. Gut, dann, Dokumente. So, fahren sie ohne Haftpflichtversicherung. Ey, da muss sich mein Arbeitgeber drum kümmern, das ist nicht mein, ist nicht meins. Okay, da werde ich einmal mein Fahrzeug gehen, bitte 2 Sekunden warten. Da muss ich erstmal selber nachgucken, wie das ausschaut jetzt mit dem Fahrzeug. Und zwar in der Polizeidatenbank, Fahrerlaubnis... Hat sie mir gerade eben Fahrerlaubnis gezeigt? Fährt ohne Fahrerlaubnis, okay, das heißt, sie kommen mit aufs Revier und das Fahrzeug gibt's nicht. Super, funktioniert auch alles gut. Dann ist das eine Straftat, und zwar Verkehr, Fahren... ohne Führerschein. Ist das das? Scheinbar ja. Rücksichtsloses Fahren und beim Fahrzeug gibt es hier tatsächlich gar nicht. Eigentum. Nee, gut. Dann trage ich das einmal ein und dann noch das Delikt. Und zwar ist das. Wo ist denn das? Lizenz widerrufen. Ja, für, ja, beides nicht. Auf jeden Fall ist das hier unten. Ist das denn hier irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, hier ist es nicht. Fahrzeugausrüstung. Motorschaden, dafür kann man ein Ticket bekommen, als wenn. Neon, Unterbodenbeleuchtung, Beleuchtungsverletzung. Kann sein, gar nicht gezeigt. Nicht fahrbereites Fahrzeug. Fahren ohne Führerschein. Okay, hier ist es. Ohne Sicherung, Registrierung und ohne Versicherung. Ja, und das müsste dann alles sein, glaube ich, oder? Nicht von einer Beleuchtungsgenehmigung. Ist das das? Ja, rein theoretisch auch. Alter Schwede, Junge, das meiste, was ich jemals jemandem gegeben habe. Dann wird das hier einmal da und einmal da. Fahrerlaubnis für 9 Monate auf Bewährung und hier ist nur Bußgeld, okay. Das ist ganz cool hier, dass man hier so reingucken kann und dann so sieht. Das zum Beispiel, die sehen einfach alle gleich aus. Warte, ich hatte gerade zweimal den, obwohl es nicht derselbe war. ja gut. Bitte einmal wieder konzentrieren. Mal gucken, was kriegt die? 7000 würde ich sagen. Oh, gar nicht so hoch, 5000. Also ist trotzdem viel, aber ich meine, ne? Gut, dann bitte einmal aus dem Fahrzeug.
Ich bitte Sie noch einmal aus dem Fahrzeug zu kommen. Dankeschön. Ach, die trägt eine Kamera. Gut, dann. Drehen Sie sich bitte einmal zum Fahrzeug. Legen Sie die Handschellen an. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Fahrzeug ist auch nicht zugelassen. Weder noch. Und durch die Beleuchtung ist die Fahrerlaubnis. Die Fahrerlaubnis. Na doch, heißt es Fahrerlaubnis? Ich glaube ja, ne? Erloschen. Der Motorradfahrer ballert aber auch beim Schnee. Gut, dann wird der Kollege sie einmal filzen. Für unsere eigene Sicherheit, bevor sie irgendwie auf einmal sich die Fesseln losschneiden können. Ich werde das Fahrzeug hier einmal durchsuchen, ob hier irgendwas Illegales drin ist. Sie hat mehrere rausgeschnittene Mercedes-Sterne, Tote mit. Was? Tüte mit toten Kellerrassen, okay, und sonst noch Cola, Coca-Cola, Weihnachtsmerch und Rhabarber. Gut, und im Fahrzeug ist eine Großluftmatratze, auf dem Beifahrer kein Pfund und im Kofferraum Pfefferspray, Marshall-Lautsprecher und Quecksilber-Dampflampe. Okay, dann wird das Fahrzeug hier einmal abgeschleppt. Und Sie dürfen doch einmal pusten. Drehen Sie sich bitte einmal zu mir. Die haben hier ein Fahrzeug gestohlen. Wo ist das? Das ist sehr nah bei uns. Wenn die in unsere Richtung kommen, nehmen wir damit auf. Gut, dann dürfen sie hier abgeholt werden. Das Fahrzeug wird ja auch schon abgeholt. Kommen die in unsere Richtung? Ja, nicht so wirklich. Ich guck einfach mal, dass wir da hinten hinkommen. Dann wird die hier abgeholt. Da vorne sind auch schon die Kollegen sehr freundlich. Dann können wir gleich weiter. Ich würde sagen, Vollgas, ne? Auf jeden Fall muss ich. Ach, hier rechts geht ja noch eine Straße rein. Da war ja was. Ja, der Drift war auf jeden Fall gekonnt. Nicht. Oh mein Gott, die kommt perfekt auf uns zu. Ja, wäre ich mal die andere Straße gefahren, dann wäre ich schon auf der Straße. Ach, die haben einen Rettungswagen geklaut. Und hier läuft schon wieder eine Kuh. Polizei, bleiben Sie doch mal bitte stehen. Meine Güte, was macht der da? Bleiben Sie doch mal bitte stehen. Oh. Der kippt sehr schnell um. Ups. Dann würde ich doch mal sagen, holen wir mal den Taser raus. So, runter auf den Boden da oben. Der flüchtet bestimmt nicht vor uns. Kollege, machst du das? Perfekt, Kollege macht das. Ja, Kollegen, ihr macht's wieder super. So, nimmst du ihn fest. Perfekt, gut, dann. Jo, Kollegen, alles gut, ihr könnt fahren. Vielen Dank fürs Helfen. Ich muss jetzt wieder den Rest machen, so wie immer. Der Krankenwagen. Das matcht endlich mal. Hamburg und Hamburg. Das passt ja perfekt. Ich glaube, ich mache hier erstmal die Absperrung. Nein, jetzt join ich hier so eine Verfolgungsjagd. Nee. Wo fährt der lang? Der fährt da rein. Bleiben Sie stehen, Polizei. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Halt ihn auf. Raus aus dem Fahrzeug. Runter auf den Boden. Runter auf den Boden. Ganz entspannt auf die Knie. Person festnehmen. So. So, einmal festnehmen. Das war ja eine lange Verfolgung. Jetzt haben wir den zweiten verhaftet. Perfekt, wo ist eigentlich der andere? Den können wir ja mal alle hierher holen. Ich wollte das nämlich absperren jetzt. Ich fahre die Karre mal zur Seite schnell. Dann blockieren wir nur eine Spur, nicht zwei. Oh, der hat ordentlich was kaputt gemacht hier. Nee, wir haben keine. Können nicht moven. Die Dame. Also mein Auto kann vielleicht nochmal moven. Aber der Krankenwagen auf jeden Fall nicht. Wenn sie sehen, dass der auf der Seite liegt, kann der wohl nicht sich bewegen. Jetzt können sie aber wohl fahren. Dann hole ich mir mal die Kegel hinten raus. Pylonen. Ja, sind Pylonen. Entschuldigung, keine Kegel. So, da sind die irgendwo. Da unten rechts sind die. Perfekt. Der steht hier so alleine. Dann würde ich doch mal sagen, Pylone setzen. Sag mal, was machen sie denn da? Wie kommt ihr da alle durch? Ich hab doch extra abgesperrt. Meine Güte. Man will hier mal ganz entspannt arbeiten und dann kommen die hier so. Dann verstauen wir die Pylonen halt wieder schnell. Ich glaube, wir sollten einfach was zur Absperrung hat sich gelohnt. Dann können sie auch mal herkommen. Ich habe es schon vergessen tatsächlich. Tut mir leid. Bitte folgen sie mir einmal.
Und ich würde sagen, den Rest regeln wir auf dem Revier, weil der hier draußen ist böse. Was macht er da? Er hat es wenigstens gut gefahren. Ich meine, ich dachte, er fährt da jetzt volle Kanne gegen. So, einmal in den Front hier hinten bitte. Gucken wir mal, genug Platz. Sie, der Herr, Sie dürfen auch einmal herkommen. Das war jetzt sehr blöde mit dem Krankenwagen, dass der so umgefallen ist. Ich hätte nicht erwartet, dass er so einfach umfällt. So, einmal, dann sitzen die beiden hier schon mal drinnen. Dann wird hierfür noch ein Abschlepper benötigt, ein Flachbett. Hierfür bräuchten wir am besten auch nochmal ein Flachbett. Und die Dinger hier könnte ich ja dann rein theoretisch wegpacken. Ein bisschen ruhiger Autofahrer, ne? Dann würde ich sagen, bringen wir die noch in den Knast jetzt, der Kollege und ich. Und dann war's mit der heutigen Folge von GTA 5 LSWFR. Wie immer, dauert kurz, LKW-Fahrer. Der läuft einfach eine Kuh. Lief da nicht vorne auch schon eine? Bestimmt. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr kennt's, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.